Bekloppt, bekloppt, bekloppt. Lilo, 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 lola, 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 lilo, 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 lola, lola, lola. Es gibt so einen schönen Spruch, der heißt, reden lernt man durch Reden, ist, glaube ich, von Cicero. Ich finde, auf dem Weg, gut für sich schön zu sprechen, ist unheimlich viel zu entdecken. Schlecht sprechen, würde ich sagen, tut man, wenn man nicht verstanden wird. Und zwar von dem Inhalt her, genauso wie von der Aussprache her. Ich helfe Leuten, dass sie zufrieden sind mit ihrem Sprechen und dass sie ihre Botschaft so rüberbringen, dass sie gut wirkt. Ich habe angefangen beim Radio zu arbeiten, da habe ich gelernt, am Mikrofon zu sprechen und dann habe ich Sprechen studiert. Ich habe tatsächlich 4 Jahre studiert, auf der Bühne zu sprechen. Und das ist ein sehr spannender Weg, wenn man sich wirklich Zeit nimmt, die eigene Stimme auszubilden. Da kann man eine Menge über sich lernen und über Kommunikation lernen. Gut sprechen heißt, mit sich selber zufrieden zu sein, mit der eigenen Stimme zufrieden zu sein und davon auszugehen, dass die anderen auch zufrieden sind, die Leute, die ich anspreche. Was normale Menschen im Alltag nicht so tun, ist die Lippen und die Zunge bewusst benutzen oder bewusst atmen. Deshalb finde ich den Sprechunterricht unter anderem auch so faszinierend, weil man sich so viel bewusst wird, was der Körper eigentlich tut. Sie haben eine Botschaft, sie wollen kompetent wirken und sie wollen, dass man sie versteht und ihnen glaubt, ne? Dann gucken wir, dass ihre Stimme deutlich ist, dass ihre Worte gut gewählt sind und dass sie in guten Kontakt mit ihrem Gegenüber sind. Und dann wird das Sprechen als gut empfunden. Wenn sie sich dabei noch wohlfühlen, umso besser. Interessanterweise haben die wenigsten Leute ein Ziel im Kopf, wie sie klingen wollen, sondern die haben ein anderes Ziel, nämlich wie erreiche ich Menschen besser? Wie fühle ich mich besser beim Sprechen? Wenn ich öffentlich sprechen muss, wie fühle ich mich weniger nervös? Oder meine Stimme ist zu leise, wie kann ich machen, dass sie lauter wird? Das sind Fragen, mit denen die Leute zu mir kommen. Man kann mit verschiedenen Methoden arbeiten, die ihnen helfen, nicht mehr so aufgeregt zu sein. Das kann man mit Atemtechnik tun. Ich persönlich arbeite mit verschiedenen psychologischen Methoden, die sehr wirksam sind. Und wenn das ein häufiges Problem ist, ist es gut, sich damit zu befassen. Lampenfieber kann gute Aspekte haben, aber wenn es zu stark ist, ist es einfach nur störend. Und dann ist es gut, sich darum zu kümmern. Man darf nicht vergessen, wir haben es mit Muskeln zu tun. Die Stimme ist ein Organ, die hängt mit dem Gewebe, mit dem Körper einfach zusammen. Und wenn man den Körper warm macht, wie beim Sport auch, dann klingt die Stimme nachher besser. Eine gute Haltung macht die Stimme sonor und sie bekommen mehr Volumen durch eine gute Haltung, weil die Atmung auch anders ist. Wenn man merkt, es kommt gut raus, was man zu sagen hat, kommt gut raus, dann gibt es diese Rückkopplung. Dann merkt man, es läuft, die Kommunikation fließt und das macht Freude. Der Weg dahin, der kann anstrengend sein. Die Stunden mache ich im geschützten Rahmen, bei Ihnen, bei mir in der Praxis, wo man sich auch entspannen kann, das ist wichtig. Sie können 2 oder 3 Stunden nehmen oder Sie können auch 2 Jahre zu mir kommen. Es kommt auf Ihr Ziel an.